möchte einfach herausfinden, was wirklich mit Dr. Hellwig geschehen ist. In der Nacht zum 22. Dezember 1878 verschwindet der Arzt Dr. Willibald Hellwig auf mysteriöse Art und Weise. Das Einzige, was von ihm übrig bleibt, sind ein paar handschriftliche Aufzeichnungen und seine Kleider, die ein kleiner Junge am Waldrand findet. Welches dunkle Geheimnis hatte Dr. Hellwig? Und vor allem, warum ist der Arzt plötzlich von der Bildfläche verschwunden? Wir machen uns auf die Suche nach Dr. Hellwig und begeben uns 132 Jahre nach seinem Verschwinden an den Ort des damaligen Geschehens. Im Zuge unserer Recherche stoßen wir aber nicht immer auf offene Türen. Und schon sehr bald wird uns klar, der Fall Hellwig ist noch viel unheimlicher, als wir geahnt haben. Vor einigen Tagen war ein Freund zufällig in den Besitz einiger beunruhigender Fragmente der privaten Aufzeichnungen eines Dr. Hellwig gelangt, der vor 150 Jahren in einem weit verzweigten Höhlensystem auf eine Sammelstelle alten geheimen Wissens stieß. Und zwar in einer Gegend, die seit dem Mittelalter als Rückzugsgebiet für Hexen und Magier bekannt war. Über Dr. Hellwig weiß man heute nur mehr wenig. Er verschwand in der Rauhnacht zum 22. Dezember 1878 unter mysteriösen Umständen. Und neben seinen teils unverständlichen Notizen und einem Foto blieben nur Gerüchte über seine paranormalen Forschungen sowie seine letzten Kleidungsstücke übrig. Das klang nach einer Geschichte, wie sie gut in meine Sammlung der letzten ungelösten Fälle Österreichs passt. Und daher wollte ich jetzt herausfinden, was damals mit Dr. Hellwig geschehen war, bevor diese Geschichte in Vergessenheit gerät und für immer verschwindet. Herr Kubitschek, Leiter der Waldviertler Geisterwerkstatt, hatte mir angeboten, mich bei meinen Nachforschungen über Dr. Hellwig zu unterstützen und mit mir ein Treffen vereinbart. Da Herr Kubitschek im Besitz der letzten verbliebenen Notizbuchaufzeichnungen von Dr. Hellwig war, erhoffte ich mir von ihm Hinweise zur Lösung des mysteriösen Falles. Seltsam. Herr Kubitschek konnte oder wollte den von ihm vorgeschlagenen Termin nicht einhalten. Ich machte mich auf den Weg ins nahegelegene Wolfshofer Amt, um auf eigene Faust nach dem verschwundenen Dr. Hellwig zu suchen. Die Lichtstimmung und der Nebel entsprachen klischeehaft dem Ruf des mysteriösen Waldviertels und zogen mich unmittelbar in ihren Bann. War es Dr. Hellwig damals genauso ergangen? Er lag auch eher auf seiner Suche nach altem Wissen, dem ungebrochenen Zauber der Landschaft, und hatte er dabei eine Grenze überschritten? In Wolfshofer Amt, dem letzten bekannten Aufenthaltsort von Dr. Hellwig, startete ich meine Recherche. Niemand jedoch wollte oder konnte mit mir über Dr. Hellwig sprechen und meist stand ich vor verschlossenen Türen. Wieso, haben Sie vielleicht zufällig vom Herrn Dr. Hellwig etwas gehört? Sagt Ihnen gar nichts. Dr. Willibald Hellwig. Das ist ein Herr aus dem Wolfshofer Amt, der da verschwunden ist. Also das weiß ich nicht. Habt ihr den Nachbarn unten gefragt? Der Nachbar weiß von nichts. Obwohl ich da geboren bin. Ich hatte das Gefühl, dass jeder bereits wusste, dass ich hier war und meine Nachforschungen anstellte. Haben Sie diesen Namen auch nie gehört? Nie gehört, ne? Den gibt's nicht, Hellwig. Ich wüsste nicht, wo der war. Ich glaube, das ist eher so eine Seite, mit der man sich nicht gerne beschäftigt. Aber den gibt es sicher nicht. Na, das ist der Buch. Das hatte ich mir leichter vorgestellt. Glücklicherweise traf ich bald auf den hier seit Generationen ortsansässigen Bauern Josef Gräf. Ich habe eine Frage. Ich versuche irgendwie herauszufinden, was mit einem Herrn passiert ist, der da in der Gegend gelebt hat, aber vor mehr als 100 Jahren, und der dann verschwunden ist. Sagt Ihnen der Name Dr. Willibald Hellwig etwas? Nein. Haben Sie das noch nie gehört? Das ist schon zu lang her. Wenn Sie jetzt da auf der Hauptstraße hineinfahren, ja?
Das ist dann, bevor sie den Berg hinaufkommen, geht links Richtung Föhl, ist angeschrieben. Ja. Frau Rauscher empfahl mir für meine Suche, das sagenumwobene Gasthaus Stahr aufzusuchen, welches bereits in mittelalterlichen Landkarten als Rückzugsgebiet für Magier und Hexen eingezeichnet ist. Seit vielen Generationen im Familienbesitz und ein beliebter Treffpunkt bei den Bewohnern der umliegenden Dörfer. Würde ich hier mehr erfahren? Beim ersten Anblick von Rosi Stahr, der jungen Gastwirtin und Juniorchefin, war mir auch schnell klar, warum dieses Gasthaus so beliebt ist. Sagen Sie, wie lange gibt's denn eigentlich das Gasthaus Stahr schon? In Familienbesitz ist es seit 1931. Das erste Mal erwähnt wurde es 1809. Da war es allerdings eine Schmiede und ein Schafanhalteplatz. Ich habe hier eine Landkarte aus dem Mittelalter, wo das Gasthaus Stahr als Nidus Venefice verrufen war, was übersetzt so viel wie Rückzugsgebiet für Zauberei und Magie bedeutet. Stimmt das und wieso kam es zu dieser Bezeichnung? Dadurch, dass unsere Gegend da viel später besiedelt worden ist als das nahegelegene Kamptal, hier war dichter Urwald, haben sich natürlich allerlei lichtscheue Gesellen hier herumgetrieben bzw. versteckt. Menschen, die Ansichten nicht teilten, anderer Meinungen waren. Menschen, die einfach nur vor den Herrschern bzw. der Kirche sich verstecken. Hat sich hier auch ein Dr. Helbig versteckt und wissen Sie, was der hier gemacht hat oder warum der verschwunden ist? Puh, eine gute Frage. Es gibt ja vielerlei Legenden und Geschichten, die sich um Verschwinden verschiedenster Menschen drehen. Ein Dr. Helblich, glaube ich, war ein Landarzt oder so, der irgendwo zwischen Kamptal und da gewohnt haben soll. Ich kann eigentlich nur so viel sagen, dass er verschwunden ist, aber früher waren die Zeiten turbulenter, es sind viele Leute vermisst worden oder gesucht worden und nie gefunden worden. Es gibt viele Geschichten, Sagen, Legenden, was jetzt wirklich stimmt und was nicht, kann man heute wohl schwer sagen. Also man findet es heraus. Ja, wenn Sie sich die Mühe machen wollen und nachforschen. Das häufige Verschwinden von Personen in diesem dünn besiedelten Gebiet muss doch damals auch der örtlichen Polizei aufgefallen sein. Was war der Grund dafür und gab es eine Verbindung zwischen den Vermissten? Hatten die damaligen Polizeinachforschungen irgendetwas ans Licht gebracht? Ich beschloss, den örtlichen Polizeikommandanten dazu zu befragen und ob damals auch offiziell nach ihm gesucht wurde. Verschwunden ist, und zwar über einen Dr. Helbig. Haben Sie diesen Namen schon gehört einmal? Helbig, ja, ich glaube, dieser Name ist schon irgendwo einmal aufgetaucht. Ich kann mich nicht, aber wirklich Helbig oder Helbig, so ähnlich, habe ich in Erinnerung, ja. Haben Sie vielleicht eine Vorstellung, was damals mit diesem oder was mit diesem Dr. Helbig passiert sein könnte? Ja, es könnte sein, dass diese Person hier vielleicht auf Besuch war bei Bekannten und vielleicht irgendwelche Spaziergänge unternommen hat, sich vielleicht irgendwo verlaufen hat oder irgendwo vergangen hat und vielleicht nicht zurückgekehrt ist oder es hat einen anderen Hintergrund gegeben. Die Auskünfte, die ich bis jetzt erhalten hatte, waren genauso verschwommen und unklar wie der Nebel, der über der Gegend lag. Ich wollte in diesem Fall endlich weiterkommen und suchte daher Rat bei Maggie, einer Expertin für Übersinnliches mit ganz besonderen Fähigkeiten. Ich spüre, dass irgendwas Besonderes den Menschen umgibt. Irgendein Geheimnis, irgendein dunkles Geheimnis, eine dunkle Energie, die er da mit sich herumträgt. Da spüre ich ganz klar auch andere Menschen daran beteiligt. Und ich spüre auch, es ist dunkel, es ist feucht, es ist auch kalt. Ich vertraute auf das, was Maggie mit ihrem Pendel sah. Bisher
hatte sie mir immer weiterhelfen können. Irgendwas Eigenartiges, irgendwas Unheimliches ist mit dem passiert. Da ist ein Geheimnis. Welches dunkle, gefährliche Geheimnis verbarg sich hinter dem Verschwinden von Dr. Helbig? Und welche Personen waren daran noch beteiligt gewesen? Meine bisherigen Informationen über Dr. Helbigs Schicksal waren spärlich und enthielten keine konkrete Spur. Ich ging nochmals meine Aufzeichnungen durch. Meine Mailbox machte mich auf einen neuen Eingang aufmerksam. Es war ein Mail von Herrn Kubitschek. Ich war gespannt, wie er sein heutiges Nichterscheinen rechtfertigen würde. Was ich dann aber las, beunruhigte mich zutiefst. Herr Kubitschek schrieb in seinem E-Mail: Es handelt sich leider um ein riesengroßes Missverständnis. Ich verwahre mich vehement davor, aus dem Geheimnis Dr. Helbig eine vertuschte Mordsache zu machen. Die Menschen heraußen vertrauen uns und ich muss mich leider zu unserem, aber auch zu deinem Schutz von dieser Geschichte distanzieren. Ich kann und werde daher auch sicherlich keinen Kontakt zu irgendjemandem herstellen, der sich dann womöglich brüskiert fühlt. Eine vertuschte Mordsache. Äußerst beunruhigt fuhr ich unverzüglich zu Herrn Kubitschek. Ich wollte wissen, was der Grund hinter seiner Warnung vor einer drohenden Gefahr war. Vor wem oder was musste ich mich schützen? Hatte das alles mit Helbigs Notizbüchern zu tun, die in Kubitscheks Tresor lagen? Wieder stand ich vor verschlossenen Türen. Ich ignorierte Kubitscheks Warnung und folgte einer Empfehlung, den in der Gegend als Berghans bekannten Johannes Lackner zu befragen. Angekommen hatte ich schnell das Gefühl, beobachtet zu werden. War der Tipp eine Falle und Kubitscheks Warnung ernst gemeint? Geschichten. Ich schreibe ein alte Geschichten, bevor sie ganz in Vergessenheit geraten. Und das ist der Grund, warum ich hier in die Gegend hergekommen bin, weil ich über den Dr. Helbig recherchiere im Augenblick. Wer war denn eigentlich dieser Dr. Helbig? Das war angeblich ein Landarzt, also ein Arzt, der aus der Stadt gekommen ist, eigentlich, da heraus in einer Hütte gehaust hat. Und hat den Leuten aber einen geholfen, so wie man sagt, als Landarzt. Und hat aber nebenbei, hat angeblich so verschiedene Forschungen gemacht. Sachen, wie man heute paranormal nennt, oder so ähnlich halt nicht. So, jetzt haben wir Forschungen halt. Und hat Leute gemacht. Und die haben halt teilweise keine rechte Freude gehabt mit dem. Das glaubt haben, der macht halt irgendwelche unrechten Sachen zu ihrer Zeit. Im Endeffekt war es so weit, dass er mal verschwunden ist. Es ist öfters von ihr gewesen, dass er verschwunden ist und nicht mehr auftaucht, wenn es halt ging. Alle sind nicht, oder? So ist es, aber da kommst du ein bisschen selber drauf, wenn es ganz ehrlich ist. Wenn du selber drauf kommst, siehst du sie. Der, was nicht reden will mit dir, der lässt ein bisschen gehen. Und du hast es, wenn du es gar nicht gefragt hast. Kann man sich vorstellen, dass es jemandem nicht passen könnte, dass wir da nachforschen? Das ist schon nicht ganz unmöglich, dass es da Leute gibt, heute noch, die muss keine Freude haben mit sowas, wenn man da nachforscht. Jeder ist mit ihnen verwandt, darf man auch nicht vergessen bei unserer Umgebung. Und da kann es da schon passieren, dass mancher keine Freude hat, dass man da irgendwas aufrührt, was früher mal gewesen ist oder was geritten worden ist. Ist diese Gegend hier oben eine Region, in der öfter Leute verschwinden? Ich muss sagen, in diesem
Gebiet hier, in diesem ländlichen Gebiet, ist das nicht so aufregend, wenn